Assalamu alaikum, heute zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich der Ehrenmord. Wir werden einfach das Thema angehen und einen Vergleich zwischen Koran und Bibel ziehen und schauen, was das Ergebnis ist. Also erstens, es gibt den Begriff Ehrenmord gibt im Islam nicht. Es gibt die Unzuchtstrafe und die gibt es genauso in der Bibel. Diese Unzuchtstrafe ist nicht einfach so zu vollstrecken und obliegt viele Voraussetzungen. Der Islam unterscheidet, warum ich das Thema erstmal, bevor ich einsteige, ich gehe das Thema ein, nicht um den Islam zu verteidigen, nein, im Gegenteil, also Islam braucht man nicht verteidigen, weil beim Debattieren gewinnt der Islam immer. Also ich gehe das Thema an, weil viele Islamgegner nehmen das Thema, greifen das Thema auf und auch viele Missionare greifen sich das Thema auf, um einfach Islam schlecht darzustellen. Mir geht es einfach hier um einen Vergleich zwischen Koran und Bibel. Mal schauen, wer ja, ja was ist jetzt, was ist das Ergebnis von diesem Vergleich? Also erstens, es gibt den Begriff Ehrenmord gibt es im Islam nicht. Es gibt den Begriff Unzucht und für die Unzucht gibt es eine Strafe. Und diese Strafe wird sowohl im Koran als auch in der Bibel erwähnt. Im Koran, im Islam unterscheidet man zwischen zwei Arten von Unzucht. Und diese Strafe für die Unzucht gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Es gibt zwei Arten von Unzucht. Der Unzucht, der begangen wird von einem verheirateten Mann oder Frau. Die Strafe dafür ist 100 Hieben. Und der Unzucht von einer Frau und einem Mann begangen wird, die verheiratet sind. Und die Strafe dafür im Islam ist die Steinigung, bis der Mann oder der Frau sterben. Aber das ist nicht einfach so offen. Es gibt Voraussetzungen dafür, die erfüllt werden müssen. Und wie man diese Voraussetzungen betrachtet, die sind wirklich schwer zu erfüllen. Die allererste Voraussetzung, um die Unzucht zu beweisen, brauchst du vier Augenzeugen. Diese Augenzeugen müssen erstmal für ihre Rechenschaft bekannt sein. Keine Lügner, sondern rechenschaffene Leute und die müssen dafür bekannt sein. Alle diese vier Augenzeugen müssen bezeugen, dass sie das Geschehen gesehen haben und die müssen das so beschreiben, und sagen, dass sie den Teil von dem Mann in dem Teil von der Frau gesehen haben. Und ja, mal viel Spaß jetzt erstmal das zu beweisen. Vier Augen, die müssen gleichzeitig das Geschehen gesehen haben. Die müssen das so beschreiben, wörtlich, die müssen sagen, wir haben den Teil von dem Mann in dem Teil von der Frau gesehen. Die müssen als Rechenschaftsleute bekannt sein. Und auch wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt werden, diese Strafe ist nicht umzusetzen von irgendeiner Person X und Y. Es ist von dem Staat überhaupt, von dem Staatsführer, also König, was weiß ich, also je nachdem, welcher Titel das ist, Präsident, was auch immer, umzusetzen. Und dafür gibt es ein Gericht und dieses Gericht ruft diese Leute, hört deren Zeugnis und wie gesagt, die müssen alle sagen, wir haben das Geschehen gesehen. Wir haben diese beide Personen gesehen. Die haben das gesehen, dass die Unzucht begangen haben. Und wir haben den Teil von dem Mann in dem Teil von der Frau gesehen. Das heißt, wenn ein Mann jetzt eine Frau erwischt, allein, der muss erstmal drei Augenzeuge holen und das gleiche Geschehen erstmal von den drei muss bezeugt werden. Das ist das erstmal. Und aus diesen Gründen, der Prophet selber in seiner Zeit hat diese Strafe nur viermal vollstreckt. Bei einem Mann und drei Frauen. Und alle diese Leute, denen die Strafe der Unzucht vollgestreckt wurden, die haben selber ein Zeugnis über sich selber abgelegt. Der Mann zum Beispiel, einer von diesen vier, da war ein Mann, ist zum Prophet gekommen und hat gesagt, O lieber Prophet, ich
hab Unzucht begangen, reinige mich. Dann dreht, wandelt sich der Prophet von ihm ab. Ja? Und dann ist der Mann zu dem Prophet wieder auf die andere Seite gegangen und hat gesagt, bitte reinige mich, ich habe Unzucht begangen. Dann hat ihm der Prophet gefragt, bist du wahnsinnig? Der Person hat geantwortet, nein, ich weiß schon, was ich meine. Dann hat er ihn gefragt, bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Und als er darauf bestanden ist, dass er die Unzucht begangen hat und dass er diese Strafe gegen ihn vollgezogen werden muss, erst dann hat der Prophet diese Strafe vollgestreckt. Weil das Ziel ist nicht, die Strafen vollzuziehen, das Ziel ist die Reue. Wenn die Person unter sich, mit sich selber unter sich, das ist ein Thema zwischen ihm, eine Sache zwischen ihm und Allah. Wenn er diese Unreue erfindet, also diese Reue findet, diese Reue spürt, dann braucht man, weil der Prophet ist nicht zu jedem Haus gegangen, hat nachgeschaut, wer hat jetzt die Unzucht begangen. Die Leute sind zu ihm gekommen. Ja? Also der Begriff Ehrenmord, wie gesagt, gibt nicht im Islam. Das interessiert mich nicht, was eine Person XY macht, ja? Also seine Schwester umbringt, weil er sie mit einem Freund erwischt hat. Die meisten, diese Themen, die in den Medien gekommen sind, die meisten dieser Leute, die auch ihren Schwester, was auch immer, umgebracht haben, die hatten selber eine Freundin gehabt. Ja? Und das ist die Frage jetzt, für dich ist es erlaubt, für deine Schwester ist es nicht erlaubt. Ja? Wie gesagt, diese Unzuchtstrafe zählt für den Mann und die Frau. In der gesamten Geschichte des Islam waren die Fehler, auf die Finger zu zählen, weil, wie gesagt, diese Voraussetzungen zu erfüllen ist wirklich schwer und Islam, der liebe Gott, der Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, hat wirklich diese Voraussetzungen so schwer gemacht, um einfach weder den Frau noch den Mann Unrecht zu tun. Weil wie kannst du vier Augenzeuge haben, die gleichzeitig das Geschehen gesehen haben und so krass bezeugen, dass sie den Teil von dem Mann und den Teil von der Frau gesehen haben? Das kannst du knicken. Ja? Deswegen, die meisten Leute, wie gesagt, gegen die diese Unzuchtstrafe vollgestreckt worden ist, das waren Leute, die über sich selber ein Zeugnis abgelegt haben. Allah sagt im Koran, diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Augen beibringen, also der Islam geht weiter, einen Schritt weiter und bestraft die Leute, die ihren Ehefrauen die Unzucht vorwerfen, aber die haben keine Augenzeuge gegen solche Leute, sagt der Koran, diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80 Hieben und nimmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an. Das sind die wahren Freveler. Außer diejenigen, die nach allem bereuen und rechtschaffen werden, denen Allah ist allvergeben, denn Allah ist allvergeben und barmherzig. Und jetzt sagt der Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen, das heißt, wenn der Mann seine Frau erwischt und er hat keine Augenzeugen außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen. Und zum fünften Mal bezeugt der Mann, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügner gehören sollte. Und das reicht nicht, das geht weiter. Es reicht nicht, dass er diese viermal zeugt und beim fünften Mal sagt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügner gehören sollte. Es geht weiter und es wehrte von ihr die Strafe ab. Das heißt, es wehrt von der Frau der Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern.
Das heißt, wenn sie bezeugt viermal, dass ehemals ein Lügner und der lügt nur über sie, dann wehrt von ihr die Strafe ab. Und das fünfte Mal, wenn die Frau beim fünften Mal sagt, also viermal bezeugt sie, der gehört zu einem Lügner und der hat das nicht gemacht. Beim fünften Mal sagt sie, bezeugt sie, der Zorn Allah komme über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen. Also wie er sieht, wenn der Mann keine Augenzeuge hat, nur sie selber, der bezeugt viermal, fünfmal, sagt er, Fluch Allah komme auf ihn, wenn er lügt. Genauso macht das der Frau, und wenn der Frau das macht, dann ist die Sache gegessen. Dann wird die Strafe nicht vollgestreckt. Und er sieht hier, wie streng dieses Prozess ist. Das ist nicht jedem überlassen. Mich wiederum, mich interessiert nicht, was der ein Person X oder Y macht. Islam ist, was Allah gesagt hat, was der Prophet uns überliefert hat. Das ist Islam. Und nicht wie in den Medien dargestellt, hier mit lauten Videos, wo die Frauen jetzt diese Vorstrafe gegen die Frauen, diese Unzuchtstrafe gegen die Frauen vollgestreckt hier mit Videos und viel Fokus auf das Geschehen. Also das ist nicht der Islam. Das ist nicht der Islam. Der Islam ist, was Allah gesagt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Jetzt haben wir das gesehen im Islam, wie das ist, wie dieser Prozess ist. Schauen wir uns mal an, wie der Prozess in der Bibel ist. Also, in der Bibel, Deuteronomium, Kapitel 22, Vers 13 bis 21, wird betitelt mit Beschuldigung der Ehefrau wegen vorehelichen Verkehr. Wenn ein Mann eine Frau geheiratet und mit ihr Verkehr gehabt hat, sie aber später, also der Mann später, sie aber später nicht mehr liebt und er Anrüchiges vorwirft, sie in Verruf bringt und behauptet, diese Frau habe ich geheiratet, aber als ich mich ihr näherte, entdeckte ich, dass sie nicht mehr unberührt war. Das heißt, er heiratet die Frau, schläft mit ihr und später, ein paar Monate später, kommt und sagt, ich habe diese Frau geheiratet, aber als ich sie berührt habe, nähert habe, ich habe festgestellt, dass sie nicht unberührt war. Wenn Vater und Mutter des Mädchens dann das Beweisstück ihrer Unberührtheit holen und zu den Ältesten der Stadt ans Tor bringen, also wie soll dieses Beweisstück aussehen? Viel Spaß, lieber Frau, das zu beweisen. Ganz ehrlich, also du heiratest einen Mann, du schläfst mit ihm und später musst du beweisen, dass du unberührt warst vor der Ehe. Viel Spaß beim Beweisen. Also wenn der Vater und Mutter des Mädchens dann das Beweisstück ihre Unberührtheit holen und zu den Ältesten der Stadt ans Tor bringen und der Vater des Mädchens, des Ältesten, erklärt, ich habe diesen Mann meine Tochter zur Frau gegeben, aber er lebt sie nicht mehr. Ja, er wirft ihr jetzt Anrüchiges vor, indem er sagt, ich habe entdeckt, dass deine Tochter nicht mehr unberührt war, aber hier ist das Beweisstück. Ich frage mich, wie soll dieses Beweisstück aussehen? Für die Unberührtheit meiner Tochter. Und wenn sie das Gewand vor den Ältesten der Stadt ausbreiten, dann sollen die Ältesten dieser Stadt den Mann packen und züchtigen lassen. Sie sollen ihm eine Geldbuße. Er wirft seine Frau mit Unzucht und er soll nur eine Geldbuße bezahlen. Eine Geldbuße von 100 Silberschickel auferlegen und sie dem Vater des Mädchen übergeben, weil der Mann eine unberührte Israelitin in Verruf gebracht hat. Also nur Geldbuß. Bei uns im Islam 80 Hebel. Liebe. Sie soll seine Frau bleiben, er darf sie niemals entlassen. Wenn der Vorwurf aber zutrifft, wenn sich kein Beweisstück für die Unberührtheit des Mädchens beibringen lassen, also wenn die Eltern das nicht beweisen können,
Und wie auch sollen die das beweisen? Soll man das Mädchen hinausführen und vor die Tür ihres Vaterhauses bringen? Dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Denn sie hat eine Schandtat in Israel begangen, indem sie in ihrem Vaterhaus Unzucht trieb. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Also die Frau hat keine andere Wahl. Entweder die Eltern können das beweisen und wie auch, oder sie wird gesteinigt, bis sie tot ist. Das ist das Erste. Dann gibt es noch, das war jetzt Deuteronomium 22, 13 bis 21. Und dann gibt es im Levitikus, Kapitel 21, wird betitelt mit die Priester und ihre Heiligkeit. Die Priester sind heilig. Also der Herr sprach zu Mose, rede zu den Priestern, den Söhnen Aarons und weiter und so fort. Ja? Also es geht vom Vers 21 bis, also vom Kapitel 21, Vers 1 bis 24. Und dann ab Kapitel 6, also der Kapitel behandelt ein anderes Thema, was die Heiligkeit angeht. Und im Kapitel 6, im Vers 6, wird gesagt, sie sollen, das heißt die Priester, ihrem Gott geheiligt sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen, denn sie sind es, die die Feueropfer des Herrn, die Speise ihres Gottes darbringen. Darum sollen sie heilig sein, also die Priester sollen heilig sein. Sie dürfen weder eine Dirne, eine Hure, noch eine Entweihte, noch eine Frau heiraten, die ihren Mann verstoßen hat, denn der Priester ist seinem Gott geheiligt. Du sollst ihn heilig halten, denn er bringt die Speise deines Gottes dar, das heißt der Priester. Heilig soll er der sein, das heißt der Priester, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Wenn sich die Tochter eines Priesters als Dirne entzweit, also wenn die Tochter eines Priesters als Dirne entzweit, das heißt, die begeht Unzucht, so entzweit sie auch ihren Vater. So entzweit sie ihren Vater. Sie soll im Feuer verbrannt werden. Und hier beachte, ich lese es nochmal. Wenn sich die Tochter eines Priesters als Dirne entzweit, so entzweit sie ihren Vater. Es geht darum, dass sie dadurch auch ihren Vater entzweit. Und deswegen, sie soll im Feuer verbrannt werden. Es geht nicht darum nur, dass weil sie Unzucht begangen ist. Es geht darum, dass sie Unzucht begangen hat und weil sie die Tochter eines Priesters ist, sie muss im Feuer verbrannt werden. Bei uns im Islam, im Feuer verbrennen darf man überhaupt nicht, egal in welchem Prozess, egal in welche Strafmaßnahmen, weil nur Gott hat das Feuer erschaffen und nur Gott darf mit Feuer im Jenseits bestrafen, nämlich in der Höhle. Also wie ihr seht hier, es gibt nicht die Rede von Augenzeuge. In dem anderen, im Deuteronomium stand einfach, dass die Eltern das Beweisstück bringen. Hier ohne Beweisstück, nur weil sie die Tochter eines Priesters ist, die muss im Feuer verbrannt werden. Und das ist für mich hier, weil es geht um die Ehre des Priesters. Das kann ich jetzt als Ehrenmord betrachten. Weil es steht hier nicht darum, dass sie soll jetzt bestraft werden, weil sie die Unzucht begangen hat, sondern sie soll im Feuer verbrannt, weil sie seines Vater, der Priester, entweiht hat. Also, Fazit, im Koran gibt es keinen Ehrenmord. Ja, ich habe es hier mit diesem Video widerspricht. Es ist euch jetzt überlassen. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, welche Person XY daraus macht, was er daraus macht, seine Schwester, seine Mutter, was auch immer umbringt. Das geht mich nicht an. Islam ist nicht die Personen. Islam ist nicht, was die Personen machen. Islam ist, was Allah gesagt hat und was der Prophet uns überliefert hat. Und Islam predigt nicht den Ehrenmord. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Vielen Dank und Assalamu alaikum.